Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch mal alle meine Hobbyhorses und da würde ich auch sagen, fangen wir direkt an. Übrigens werde ich euch im Laufe des Videos auch ein Verkaufspferd zeigen und der Link dazu ist auch in der Infobox. Und ich werde auch später noch eine Person grüßen, also bleibt auf jeden Fall dran. Fangen wir auch gleich mal mit dem Lucky an. Er ist ein Fjordpferd, wie es unschwer zu erkennen ist. Ihn habe ich vor ca. 1-2 Jahren gekauft und er hat auch leider hier so 1-2 Falten, das ist nicht so schön und er ist auch relativ schwer, aber trotzdem ist er einfach so ein richtiger Teil der Hobbyhorse Family geworden und wird auch auf jeden Fall bei mir bleiben. Und ja, wie man sieht, ist die Mähne auch nicht mehr ganz gerade. Das muss man mal mit Haarspray wieder fixen, aber momentan reite ich ihn eh nicht so oft, deswegen mache ich das auch gerade noch nicht. Gleich neben Lucky haben wir noch ein Pferd, das ich gekauft habe. War das jetzt ein Voice Crack? Hilfe. Gut. Und zwar ist das der Lucifer. Den kennen wahrscheinlich relativ viele von euch. Und zwar hatte ich den vorher ein Jahr zur Verfügung. Der hat nämlich meine Freundin gehört. Und da sie jetzt mit Hobbyhorsing aufgehört hat, habe ich ihn jetzt gekauft. Und er ist ursprünglich von Hobbyhorse Family. Übrigens könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal ein Hobbyhorse gekauft habt und wenn ja, von welcher Macherin. Das hier ist der liebe Kappa, der ist relativ neu und sein Showname ist Golden Hour. Ich denke, den dürfte noch niemand von euch kennen, da ich ihn wirklich erst vor kurzem gemacht habe, aber ich blende euch hier noch ein paar Reitszenen von ihm ein. Der ist auch relativ leicht, aber auch relativ groß vergleichsweise. Aber trotzdem eine sehr coole Reitersicht, finde ich. Und auch ein sehr angenehmes Reitgefühl, wenn man das so sagen kann. Und zwar ist das hier die Empire. Die habe ich auch schon etwas länger. Leider ein bisschen dick und relativ lange Ohren. Aber ich finde, das sieht total niedlich aus. Und ja, die Mähne ist immer noch eingeflochten vom letzten Turnier, was vor einem halben Jahr gefühlt war. Ja, dazu habe ich übrigens auch ein Video gedreht, guckt gerne mal vorbei, ich verlinke euch das hier oben. Mit Empire war ich auch schon mal auf 1-2 Turnier und habe dort unter anderem in einem M-Spring den ersten und in einem L-Spring den zweiten Platz belegt. Übrigens, sorry für meine Stimme gerade, ich weiß nicht, was los ist, aber es ist irgendwie früher Morgen und ich komme nicht klar. Ja, neben der Empire haben wir dann auf jeden Fall den Dobby, der war mit ihr auch schon mal auf Turnier und da haben wir in einer M-Dressur den ersten Platz sogar belegt, da war ich auch sehr, sehr stolz. Ihn habe ich auch gekauft von der lieben Lina. Er war auch relativ günstig und auch ein sehr leichtes Pferd, würde ich sagen. Er ist übrigens auch noch eingeflochten vom letzten Turnier. Wobei ich habe ihn sogar, glaube ich, mit diesen Zöpfchen gekauft und ich habe die noch nie rausgemacht. Aber ich finde, steht ihm halt auch einfach. Da hinten ist übrigens noch so ein Schildchen, falls ihr das lesen könnt. Und sein Showname ist LR Dangerous Dream. Bei dem nächsten Pferd bin ich mir ganz sicher, dass ihr sie kennt, wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt. Und zwar ist das die liebe Cheyenne. Hier ist auch ein kleiner Steckbrief, falls ihr den euch durchlesen wollt. Kann man auch richtig viel erkennen auf jeden Fall. Ich hätte euch ja auch gerne noch andere Steckbriefe gezeigt, aber ich weiß gerade nicht, wo die alle hin sind. Ups. Und Cheyenne ist ein relativ altes und sehr großes Hobbyhorse im Vergleich zu dem anderen. Und sie hat Felltrigger. Ja, nicht so gut. Leider hat sie auch langsam jetzt schon ein paar Falten. Aber sie habe ich auch wirklich schon so seit mindestens 2-3 Jahren. Und ja, ich hänge trotzdem noch sehr an ihr. Und deswegen bleibt sie erstmal noch in meinem Stall, auch wenn ich sie eigentlich nicht mehr reite. Und sie ist tatsächlich auch mit der Nähmaschine genäht worden, wie man hier vielleicht sieht. Ist eine relativ saubere Naht hier. Ja, normalerweise nähe ich halt meine Hobbyhorses alle mit der Hand, aber sie war halt eine Ausnahme. Und mit ihr habe ich ebenfalls mal den ersten Platz in einer L-Dressur belegt. Kommen wir nun auch schon zum letzten Pferd, was jetzt noch wirklich mir gehört. Und danach kommen wir zu Pferden, die nicht mehr in meinem Stall stehen und die eigentlich niemand mehr sieht. Und dann noch zu Verkaufspferden, beziehungsweise einem Verkaufspferd, weil das andere ist schon verkauft. Aber ja, hier haben wir erstmal... Super. Hier haben wir erstmal die Penny.
Die wollte ich eigentlich auch verkaufen und dann kommen so meine Freunde und sagen, nee, die musst du behalten. Dann ja, okay, behalte ich sie halt, weil sie ist auch echt süß und hat viele Erinnerungen quasi an sich dranhängen. Ja, mit ihr bin ich auch schon mal in der Eltrussow geritten und habe dort auch den ersten Platz belegt, glaube ich. Genau. Und sogar bei einem Barrel Racing den dritten Platz. Da ist übrigens auch die Rosette von, also das ist vom Barrel Racing. Und da oben sind übrigens noch Urkunden von dem Turnier. Bevor ich euch jetzt das Verkaufshobbyhaus zeige, grüße ich natürlich noch eine Person, und zwar die liebe Viktoria Baumann. Fühl dich ganz so gedrückt und ich freue mich, dass du meine Videos schaust. Kommen wir jetzt zum Verkaufswert, und zwar ist das die Emerald. Mit ihr habe ich auch schon ein paar Videos gedreht und es fällt mir auch echt schwer, sie zu verkaufen, aber ich reite sie einfach zu selten und genau. Falls ihr sie kaufen wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Das hier ist übrigens noch der Sali. Der hat auch mal mir gehört, aber den habe ich jetzt auch verkauft. Und genau, der geht an eine sehr gute Freundin. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, und zwar sind hier Pferde, die mal in meinem Stall waren. Vielleicht kennt ihr die ja sogar. Aber ich reite sie jetzt halt nicht mehr und brauchte Platz, deswegen sind sie nicht mehr in meinem Stall. Hier haben wir einmal den Neptun. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer mich länger verfolgt, müsste ihn auf jeden Fall kennen. Genauso wie Fire und Cray Angel. Ja, Qualität hat er auf jeden Fall mit den ganzen Löchern. Und was ist hier mit der Schattierung passiert? Das sieht irgendwie ein bisschen lecker, nicht lecker aus. Na gut. Wer wahrscheinlich noch nicht kennt, ist die liebe Cookie. Da sie sehr, sehr klein ist und auch sehr dünn, sodass eigentlich nicht mal so ein Stock reinpasst, war sie eigentlich auch nie wirklich in meinem Stall und ich bin sie auch nie geritten. Aber die habe ich auch von der lieben Tosi bekommen und ich finde sie einfach total süß, vor allem auch dieses Halfter. Ich meine, guckt euch das mal an. Das war es jetzt auch schon mit dem Video, da mein Speicher wieder streikt. Super, ich habe auf jeden Fall sehr viel Organisation in meinem Leben. Falls euch das Video trotzdem gefallen haben sollte, zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde mich immer sehr unterstützen und abonniert auch den Kanal, damit ihr auf jeden Fall up to date bleibt, wenn neue Videos hochkommen. Falls ihr Videowünsche habt, schreibt die auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!